Sei herzlich gegrüßt bei einem weiteren Dolmenbesuch hier in Anis Welt. Auf dem Hünenbedden Highway in Holland unterwegs zeigte sich dieser kleine Dolmen. Komplett integriert in einem Bauernhof wirkt dieser Dolmen eher wie ein Bestandteil des Hofes. Was er auch ist. Es ist der einzige Dolmen auf einem Privatgrundstück in den Niederlanden. Mich freut es, dass er dort erhalten geblieben ist. Rund um den Dolmen D44 befindet sich eine etwa 1,50 Meter hohe Steinmauer. Ob sie zu den Dolmen gehörte, konnte ich nicht ausfindig machen. Der Dolmen besteht aus 3 Jochen und einem Trägerstein. Ein einzelner, etwa 1 Meter großer Stein, der 5 Bohrlöcher aufweist, steht wie ein Wächter vor dem Eingang dieses kleinen Dolmens. Vor dem Dolmen befindet sich ein weiterer, kleinerer Stein. Dies Grab wurde 1961 restauriert und befindet sich am nördlichen Ostrand von Westensch am Schiedbahnweg. Leider war nach Grabungen von Van Griffen im Jahre 1961 der ursprüngliche Zustand dieser Grabanlage nicht mehr rekonstruierbar. Albert Egges van Griffen war ein niederländischer Archäologe, Botaniker und Zoologe, der 1919 von der Regierung damit beauftragt wurde, einen Bericht über die Lage der Dolmen in den Niederlanden zu verfassen. Bis 1927 arbeitete er daran, alle 52 bekannten Hünengräber zu vermessen sowie fotografisch und textlich zu dokumentieren. Es entstand eine dreibändige Publikation, die ihm den Namen Vader van de Hunebedden, auf Deutsch Vater der Hünengräber, einbrachte. Deshalb werden, wie bei uns die Dolmen mit der Sprockhoff-Nummer, in den Niederlanden die Dolmen mit der Van Griffen-Nummer katalogisiert. Was mich und Cori zu den Dolmen mit der Van Griffen-Nummer D34 brachte. Wunderschön und versteckt gelegen, suchten wir das Großsteingrab Falte West auf. Mit dabei natürlich Balu. Das Steingrab soll ca. 5000 Jahre alt sein. 1869 wurde dieses Grab teilweise zerstört. Dann gingen merkwürdigerweise weitere Unterlagen bis 1906 verloren. 1952 wurde das Grab von Albert Egges van Griffen untersucht und restauriert. Die Anlage ist Südost-Nordwest ausgerichtet. Die Länge der Grabkammer beträgt 7,8 Meter und eine Breite von 3 Metern. Sie besteht aus 5 Tragsteinpaaren und je einem Abschlussstein an den Schmalseiten. Von den ursprünglich 5 Decksteinen sind nur noch 3 vorhanden. Das waren die rohen Daten zu diesem so schön gelegenen Dolmen. Nach einem kleinen Ritual, was ich zusammen mit Cori durchführte, begaben wir uns ins Innere des Dolmens.
Hört euch an, was Cori dabei erlebte. Liebe Cori, erzähl mir, was du gerade empfunden hast hier beim Dolmen. Ja, also im ersten Moment war ich zu unkonzentriert, weil ich mich am Hund, ne, weil ich auf einmal nicht wusste, wo ist der Hund. Ich war unkonzentriert und habe mich dann rumgedreht und hier liegt der Hund. Und so lag er dann auch schon da, ganz brav. Ne? Und ja, und dann war ich schlagartig ruhig und ja, und ich habe hier sowieso meinen besten Freund, der 2009 leider gestorben ist, mein bester Freund Eugen, und er ist immer bei mir. Ich habe da eine ganz starke Verbindung dazu und hatte das auch jetzt hier in dem Moment, wo ich ruhig geworden bin und wieder da gestanden bin, kam auf einmal, ich glaube, das hast du auch gespürt, ne? Da kam richtig bisschen stärkerer Wind, der mir aber echt durchs Haar gestreichelt hat und durchs Gesicht gestreichelt hat. Und ich weiß, dass das mein bester Freund war, der immer bei mir ist, der Skimmal-Schutzengel. Guck, siehst du, jetzt hattest du direkt Kontakt. Ist das nicht fantastisch? Ja, ja, das ist einfach, ja, das tut richtig gut. Darum komme ich so gern hierher. Dankeschön, danke dafür, dass du uns deine Empfindungen geschildert hast. Wahnsinn, denn auch ich habe eine tiefe Ahnenerfahrung dort machen dürfen. Tatsächlich habe ich Wurzeln mütterlicherseits in den Niederlanden. Und in diese Richtung gingen auch meine Erfahrungen. Was vorher oft geschieht, ist, wie Cori es beschreibt, ein aufkommender, stärkerer Wind, der spürbar und merkbar zu vernehmen ist. Dabei lachte uns die Sonne ins Gesicht. Herrlich! Wenn du auch solche Erlebnisse haben möchtest, möchte ich dir einen Besuch bei einem Dolmen wärmstens empfehlen. Zu dem Ritual, was du vorher durchführen kannst, solltest du dir mein Video Sinn und Zweck eines Dolmens ansehen. Gerne kannst du mich dazu auch auf meinem Telegram-Kanal Aniswelt kontaktieren. Und meine Arbeit unterstützen kannst du in den angegebenen Daten in der Infobox. Vielen Dank dafür. Alles Liebe, deine Ani.